Goldkehlchen-Alarm in dieser Szene. Wirklich einer meiner persönlichen Feenstaubmomente im Stück, wenn Michi, Johannes, Hanna bzw. Sarah und so großartig Anna diesen Song interpretieren. A Million Dreams. Und ein weiteres Goldkehlchen hat uns heute ganz überraschend besucht. Ein bisschen mehr als vor 4 Jahren ist sie selber auch hier auf der Bühne gestanden. Und ich möchte jetzt am Ende dieser Veranstaltung auch jene ehemalige Schülerin ganz, ganz herzlich begrüßen, die vielleicht eine Spur weit den Weg schon gegangen ist und ihre Karriere in der Musik machen möchte. Nämlich hier unter uns ist die Jessica Schaffler. Kannst du dich an deine Zeit noch erinnern auf dieser Bühne? Ja, ganz gut. Was habt ihr damals gespielt? 7 Up. Okay, und deine Rolle? Ich hatte keine große Rolle, ich war eher immer die Sängerin und habe getanzt. Das hat auch so gepasst. Okay. Mir hat es sehr gut gefallen. Was läuft bei dir jetzt so mit den Auftritten und so? Was hat sich da alles ergeben seither? Wir haben im Sommer früher Auftritte, im Altstadtfest spielen wir. Wir haben Honky Tonk gespielt in Villach und Weiz. Und ich war jetzt gestern noch in Berlin. Und da startet gerade ein ganz großes Projekt für mich. Und zwar ist von ZDF, also mit ZDF, ein neuer Film gekommen. Also sie produzieren Schneewittchen neu. Und da darf ich den Titelsong singen. Also ja, wir haben cool. Schon da kommt auch noch ein tolles Musikvideo. Ab wann können wir das sehen? Das weiß ich nicht. Weiß also der Film kommt zu Weihnachten, aber wann der Song dann mit Musikvideo rauskommt, ist aus. Das heißt, ihr habt den Song aufgenommen und ein Video gemacht? Genau. Es gibt eine englische und eine deutsche Version. Aha. Die englische für internationale. Und in Berlin gedreht? Genau. Ja? Wie hat dir Berlin gefallen? War das cool? Ja, cool. Ja. Vor allem, weil ich so lange draußen war, da bekommt man dann schon so ein Heimgefühl. Ich habe mich wieder voll wohlgefühlt, wie ich jetzt 2 Tage draußen war. Ja, super. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns total, dass du heute hier warst. Wir sind ganz toll stolz. Und viel Spaß noch in der zweiten Hälfte. Danke. Freue mich. Auch sie beschert uns immer wieder Gänsehautmomente. Laura von der Lebenshilfe Walz, unsere Gastschauspielerin. Ja, und dann dürfen auch wir auf die Bretter, die den Applaus bedeuten. Dieser Tag hat einfach schon so super harmonisch begonnen. Die MMS Paradise Crew steht Spalier, Traumschiff Kapitän Florian begrüßt die ersten Gäste. Die Eltern stehen bereit, um all die selbstgemachten Köstlichkeiten anzubieten. Besser geht's eigentlich gar nicht. Und nun ist es schon wieder Donnerstag, der letzte Aufführungstag. Unglaublich, ein ganzes Jahr Arbeit liegt hinter uns. Und wir können nur sagen, das war echt eine super Zeit. Danke, danke euch allen.
Hey. 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 Hey.